Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen hier, wir stehen hier an unserer Südkante und ich würde heute gerne noch mal über das Thema Huminstoffe sprechen, Huminstoffe für unseren Rasen. Ich habe ja vor längerer Zeit hier ein Video gedreht zum Thema Huminstoffe. Da habe ich ein neues Produkt vorgestellt von der Firma Novihum. Das heißt Novihum Argil. Und dieses Produkt ist eine Kombination aus der Weichbraunkohle, halt den Huminstoffen und Ton. Und das habe ich gestreut hier auf meiner ganzen Rasenfläche. Und hier in der Südkante, da habe ich ein Vergleichsfeld geschaffen. Ich habe die, jetzt von euch aus gesehen, die hintere Fläche habe ich mit dem Produkt bestreut und genau diese Fläche hier von der Wand bis zur Mitte, von hier bis hier, diese Fläche hier habe ich nicht bestreut. Und heute erfahrt ihr das Ergebnis. Es ist heute noch mal richtig schön warm. Wir haben fast 16 Grad. Die Sonne hat heute Morgen schon ganz toll geschienen. Jetzt ziehen von hinten so ein paar Wolkenfelder auf. Was richtig toll ist hier, was selten ist. Wir haben hier einen Gründünger auf unserem Feld vor der Südkante. Das ist Senf und das riecht fantastisch und sie sieht toll aus. Es blüht hier alles noch mal im Spätherbst. Wunderschön, also danke lieber Bauer für diese schöne Fläche, die er hier vor unser Grundstück gesetzt hat. Sehr cool. Ja, und wir schauen uns jetzt mal die Fläche hier an. Also nicht gestreut, gestreut. Shit, klappt heute nicht. Gestreut. Und wenn ihr das hier seht, hier, da sieht es da nicht gut aus. Und hier sieht es eigentlich auch nicht besser aus. Auf dieser nicht gestreuten Fläche sieht es auch nicht besser aus. Ich will es ganz kurz machen. Man sieht bei mir auf der Fläche keinen großen Unterschied. Das ist ja schade. Natürlich hätte ich euch gerne gezeigt, die Wirkung von Huminstoffen auf meiner Rasenfläche. Aber ich habe ja nun schon seit 2 Jahren Huminstoffe auf meine Fläche gestreut, sehr regelmäßig. Letztes Jahr komplett durch, dieses Jahr, bevor ich Novihum Argil genommen habe, auch schon Huminstoffe gestreut. Und ich habe das lange mit Novihum diskutiert. Es ist wohl so, dass bei mir die Wirkung nicht mehr so deutlich ist, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Ganz offen und ehrlich, wenn der Boden mit Huminstoffen schon mehr oder weniger gesättigt ist, dann ist auch eine deutliche Veränderung nicht zu sehen. Aber wir haben eine andere Fläche. Wir haben nämlich unseren Wall, da wo meine Frau immer versucht, ein paar Pflanzen wachsen zu lassen. Die haben wir auch mit dem Produkt bearbeitet, also das eingearbeitet, das Produkt. Und jetzt hören wir mal, was meine Frau dazu sagt. Ich erkläre das ist übrigens meine Frau. Die will eigentlich immer nicht auf dem Film. Ich erkläre gerade meinen Fans, Süße, wie jetzt hier dieses Huminstoffe-Zeug, dieses Novihum Argil funktioniert hat. Und jetzt erzähl auch mal meinen. Ich glaube, sie will das nicht. Du hast doch hier das Zeug gestreut. Ja. So, und hat das jetzt irgendwas gebracht? So jetzt hier mal so richtig live, ungeschnitten. Ich denke schon. Also ich drauf? Finde schon, dass der Boden das Wasser besser speichert und der sieht einfach besser aus. Ja, liebe Rasenfreaks, wir haben ja jetzt gerade schon mal ein bisschen rumgebohrt. Das ist ja hier unser Wall und gerade hier diese Ecke. Diese Ecke hier, die war, genau, die Ecke, die war wirklich total sandig. Da ist auch das Wasser nicht richtig
eingedrungen. Tatsächlich hatten wir auch so ein bisschen Hydrophobie hier auf der Ecke. Die sah auch immer heller und schlechter aus als die andere Fläche. Und jetzt hat meine Frau hier von diesem Novihum Archel Produkt, das war ganz so ein Eimer, ne? Ja, das war ein ordentlicher Eimer, der Rest. Da reingearbeitet, in den Boden mit untergearbeitet. Und wir sind tatsächlich der Meinung, dass dadurch sich der Boden echt verbessert hat, dass die Wasseraufnahme sich verbessert hat, dass das einfach insgesamt etwas besser aussieht. Das sieht schon mehr nach Boden aus als vorher. Man sieht immer noch, wie sandig der Boden ist. Aber tatsächlich scheint das hier auf dieser Wallfläche ziemlich gut funktioniert zu haben. Ja. Genau. Ja, so, wir werden jetzt Folgendes machen. Ich war ja doch ein bisschen unzufrieden mit der Körngröße. Sie macht hier irgendwelche Sachen. Ich war ja noch ein bisschen unzufrieden mit der Korngröße, weil auf meinen ganz kurz geschnittenen Flächen diese Körner nicht richtig reingefallen sind in die Grasnarbe, logischerweise bei ganz kurzem Rasen. Gerade auf meinem Grün war das doof. Und jetzt hat mir Novihum noch mal ein anderes Produkt gegeben, und zwar Novihum Fein. Das ist aber eher schon Pulver, haben sie gesagt, also vielleicht gar nicht mehr so wirklich streufähig. Trotzdem will ich das jetzt mal ausprobieren, ob man das besser hier auf so einer feinen Rasenfläche einarbeiten kann. Ob es überhaupt streufähig ist, weiß ich nicht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Der Boden, der ist schon so weich, unglaublich, durchsättigt. So, herrlich. Das ist so ein schöner Herbsttag. Novihum Fein. So, dann machen wir mal das Novihum Fein auf. Aha. So, jetzt der direkte Vergleich. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, ne? Novihum Fein zu Novihum Archel. Das ist natürlich richtig fein. Und das hat wirklich noch grobe Pellets. So schlecht sieht das Novihum Fein gar nicht aus. Das hat halt eben den Tonanteil und das ist reine Huminstoff, reine Weichbraunkohle, die aber aufgearbeitet wurde von Novihum. Könnt ihr noch mal gerne auf der Homepage gucken. So, jetzt. So, du darfst. Achtung! Hast du es? Ja. Ja, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Novihum Fein, Novihum Archel. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Hier im Novihum Archel sind teilweise auch so richtig etwas längere Pellets noch drin, die noch nicht zerbrochen sind. Und das Novihum Fein, da brauche ich jetzt bloß so ein bisschen hier rüber zu rubbeln. Und das Zeug ist weg. Das ist genau richtig für kurz geschnittene grüne Flächen. Wenn ich hier rüber ruppel, da ist überhaupt nichts weg. Das zerfällt natürlich, wenn es feucht wird, so langsam. Aber wenn ich jetzt rüber mähen würde, wird es ruckzuck vom Rasenmäher aufgesammelt. Also Novihum Fein ist cool. Also ich finde es schon mal, also von der Feinheit hier in den Boden einzuarbeiten, auf die kurz geschnittene Rasenfläche, großartig. Jetzt schauen wir mal, ob es sich mit dem Schleuderstreuer streuen lässt. Ja, es staubt natürlich, klar. Das war zu erwarten. Ist schon wieder Wind. Auf meinen Videos ist es immer Wind, immer Nebengeräusche Wind. Egal. Ich habe jetzt wieder auf die wilde 13 gestellt. Ich muss wieder gucken, wie ist das Streubild. Wie weit darf ich oder muss ich öffnen, um einen gleichmäßigen Streufächer zu erzeugen. Fangen wir mit der 13 an, weil ist auch schon so groß. Kommt irgendwas? Ja. Ich
sicher. Novihum sagte mir schon, das ist eigentlich nicht zum Streuen geeignet. Ich habe trotzdem gesagt, ich will das mal ausprobieren. Also es ist schon sehr fein, es staubt schon sehr stark. Ich denke, ich sollte jetzt hier mal eine Staubschutzmaske aufsetzen. Das wäre, glaube ich, schlau. Trotzdem ist das Produkt für feine, kurzgeschnittene Rasenflächen natürlich top. Es ist auch relativ windig, deswegen erzeugt natürlich auch nochmal extra Staub. Ich mache mal ein paar Bahnen hier hin und her und dann gucken wir, wie es dann aussieht. Also ganz so schlecht finde ich das jetzt doch nicht. Ja, es staubt wie doof, aber es ist natürlich super fein und ist sofort weg. Da muss man nach den Bahnen gucken, man sieht überhaupt nicht, wo man streut. Wenn der Kegel nicht wäre, würde ich nicht wissen, dass er streut. Ja, also natürlich ist es besser, sowas bei Windstille zu machen, also abends, wenn es schön windstill ist. Dann würde auch das Stauben nicht so schlimm sein, denke ich mal. Aber an sich finde ich es jetzt doch nicht so schlimm. Wenn ich jetzt selber hinterherlaufe, sehe ich den Staubkegel gar nicht so stark. Sieht man vielleicht auf dem Film etwas anders. Und es verteilt sich auch gut. Klar, ein bisschen gröber, ein bisschen besser gebunden, ein bisschen gröbere Pellets wäre optimal. Kriegen wir noch, kommt bestimmt. Okay, ja. Es ist so ein herrlicher Herbsttag heute. Es ist unfassbar. Ich sehe bestimmt super aus. Wunderschön, warm. Ich glaube, wir haben mittlerweile 17 oder 18 Grad schon. Unglaublich. Toll. Ja, können wir wieder die Rasensaison starten. Ich mache jetzt weiter. Macht's gut, bis denn. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Bleibt dran. Tschüss. Ach ja, und nicht vergessen zu abonnieren. Und Daumen ist auch nicht schlecht. Tschüss. Und das riecht so herrlich nach diesem Feld. Ich kann gar nicht aufhören. So, Schluss jetzt. Dieses Feld ist ein Traum. So. Nichts.